Hi Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Jackos Backstube. Heute machen wir diese leckere Schokoladenpizza hier. Und wie das funktioniert, seht ihr wie immer nach dem Intro. This way from Für die Schokoladenpizza brauchen wir natürlich Schokolade. Und die müssen wir natürlich schmelzen und deswegen habe ich hier schon mal ein paar Töpfe vorbereitet. Ich habe hier im Wasserkocher Wasser heiß gemacht und das gebe ich hier gleich mal hinein. Ich mache die hier so halb voll, das ist Nummer 1 und das ist Nummer 2. Dann gebe ich da die Schüssel drauf, schauen, dass sie das Wasser nicht berührt, das passt hier. Das Wasser sollte sie nicht berühren, sonst wird das Ganze nämlich zu heiß. Wenn die Töpfe dann hier vorbereitet sind, schiebe ich die mal ein kleines Stück nach hinten. Ich habe hier mal etwas Schokolade. Ich fange hier mal mit der dunklen an. Wir packen die dann aus, zerbrechen die dann in die ganz normalen Schokoladenstücke und geben die dann in die Schüssel. Das war die erste Tafel. Hier ist dann die zweite Tafel. Die dunkle Schokolade ist jetzt da drin. Wir machen uns mehr an die weiße. Hier brauchen wir nur eine Tafel. Wir geben die ebenfalls so in die Schüssel. Auch schön klein brechen. Man sieht hier schon, wie das schmilzt. Hier sieht man das ganz gut. Bei der dunklen ebenso. Hier am Rand. Ich nehme jetzt hier mal einen Löffel und rühre das schon mal um. Schön schauen, damit die Stücke auch am Boden sind, damit die Wärme hinkommt. Bei der hellen Schokolade ebenso. Und dann lassen wir die mal schmelzen. Man muss immer darauf achten, damit man das Ganze immer gut verrührt. Also ich warte jetzt mal 5 Minuten, dann rühre ich hier nochmal beide um. Dann warte ich wieder etwas und dann wird wieder weiter gerührt. Die Schokolade ist schön geschmolzen. Man sieht es hier schon. Keine Stückchen mehr drin. In dieser hier ebenfalls nicht. Wir werden die jetzt mal weiter verarbeiten. Und zwar gießen wir jetzt mal aus der dunklen Schokolade den Boden. Ich habe hier mal eine Backfolie auf dem Ofen. Also man sieht es hier vielleicht etwas schlecht, aber da ist wirklich eine drauf. Ich habe hier jetzt auch mal die Schüssel mit der Schokolade und ich gebe das mal hier drauf. Ich mache das auf dem Ofen, damit der kalte Ofen dann von unten gleich die Schokolade etwas abkühlt. Alles mal hier so schön drauf. Noch etwas ausbreiten, damit das Ganze schön rund ist. Ungefähr so diese Größe. Die restliche Schokolade hole ich mit Hilfe von so einem Schaber natürlich noch raus. Also da wird nichts weggeschmissen. Das kann man dann noch etwas glatt streichen. Schauen, dass man schön die Form behält, welche man haben möchte. Man kann das mal so leicht hin und her schütteln. Dann wird das etwas glatt und der Boden ist jetzt erstmal fertig. Ich nehme jetzt hier mal die helle Schokolade und mache da erstmal irgendwie so ein Muster rein. Also total egal, wie ihr es macht. Ich mache jetzt hier mal so einen kleinen Kreis. Hier vielleicht noch etwas. Hauptsache, das ist etwas vermischt. Das weiche jetzt erstmal. Nochmal etwas glatt machen und dann belegen wir mal die Pizza. Was könnt ihr jetzt zum Belegen nehmen? Natürlich, was ihr wollt. Ich habe hier zum Beispiel mal ein paar Smarties. Die nehmen wir jetzt und gebt die einfach hier hinein. Dadurch, dass die Schokolade noch flüssig ist, seht ihr schon, taucht das wunderbar ein. Natürlich nicht alles mit Smarties voll machen. Ich habe hier noch ein paar so kleine Marshmallows. Kann man hier ebenfalls hineindrücken. Das ist dann praktisch der Mozzarella. Was ich auch noch habe, sind ein paar Schlümpfe. Sind hier ein paar so Gummischlümpfe, die kommen noch mit drauf. Und dann habe ich hier noch so einen Haribo-Mix. Da kommt auch noch ein bisschen was drauf. Also praktisch eine richtige Kalorienbombe. So, die Pizza ist jetzt erstmal belegt. Über die Pizza kommt jetzt noch etwas von der weißen Schokolade. Ich habe mir gedacht, Käse ist ja immer hell. Also passt die da ganz gut. Ich nehme mir einfach mal etwas und dann lasse ich die da wieder so über die Sachen laufen, damit die etwas von der Schokolade eingebaut werden, sage ich jetzt mal. Ihr solltet das auf keinen Fall alleine essen, das sind jetzt nämlich fast 3 Tafeln Schokolade. Ein Stück habe ich genascht. Und von diesem Gummipacken ist das auch einiges. Von dem her geht es sparsam damit um. Jetzt ist alles drauf und das lasse ich jetzt mal auskühlen. Das kann hier dauern, also das dauert bestimmt 2 Stunden. Ihr könnt es in den Kühlschrank stellen, wenn ihr es etwas schneller haben möchtet. Aber ihr seht schon, man bringt es jetzt kaum unbeschadet hier weg. Also lasst es einfach erstmal eine Stunde hier stehen und dann könnt ihr schon sehen, ob man es in den Kühlschrank tun muss oder nicht. Die Pizza ist jetzt fertig. Ich hatte sie noch im Kühlschrank. Ihr seht schon, sie ist schön fest. Ich habe hier auch gleich mal eine Pizzaschachtel. Da geben wir die jetzt mal rein. Ich habe hier etwas Backfolie reingelegt. Wir ziehen jetzt erstmal hier diese Folie ab. Einfach hier schön vorsichtig drunter. So schaut das Ganze jetzt aus. So schaut es von unten aus. Dann kann man das hier schön hineingeben. So schaut jetzt die Pizza aus. Kann man jetzt hier schön die Schachtel zumachen und wenn man möchte, kann man das Ganze entweder verschenken oder natürlich auch selber essen. Und genau das machen wir jetzt mal. Wir schneiden die Pizza gleich mal an. Zum Anschneiden habe ich die Pizza jetzt mal hier auf ein Brett. Ich habe hier mal ein Messer und wir gehen jetzt auch gleich mal hier hinein. Ich gehe hier einfach mal mitten durch. Schauen, dass das Messer nicht hier an den Schlümpfen festklebt, wie ihr das gerade gesehen habt. Die kleben ja immer ganz gern. Jetzt haben wir sie mal schön durchteilt. So schaut das Ganze dann von der Seite aus. Man sieht hier schön die einzelnen Süßigkeiten. Ich schneide hier mal ein klassisches Pizzastück runter. Jawohl, das schaut jetzt so aus. Ich beiße einfach mal ganz normal hinein. Und muss sagen, das ist echt eine super Idee. Also kann ich euch nur empfehlen, das mal nachzumachen.
Wenn ihr irgendwo mal mit einer kuriosen Süßigkeit oder so, sage ich mal, auftauchen wollt, macht sowas. Ein Stück zum Essen reicht hier auf jeden Fall auch von der Pizza, also da können mehrere Personen von essen. Belegen könnt ihr sie, wie ihr wollt, also manche Leute mögen diese klebrigen Schlümpfe nicht oder auch diese Lakritzteile, aber da sind euren Fantasien ja keine Grenzen gesetzt. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen, ihr könnt mich ja gerne noch abonnieren oder einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr es schon mal nachgemacht habt oder ob ihr schon mal was Ähnliches gemacht habt und dann bis zum nächsten Mal.